Truckerin Britta fährt jede Woche vom Süden in den Osten der USA und wieder zurück. Auf ihrem Kühler transportiert sie hauptsächlich Lebensmittel. So, guten Morgen. Ich bin schon ein paar Stunden unterwegs. Ich muss mich ganz schön ranhalten, um morgen die Melonen bei dem Kunden abzuliefern in New Jersey. Britta ist in Orlando gestartet, hat in South Carolina aufgeladen und fährt nun hoch bis nach New Jersey. Dort lädt sie ab und bekommt neue Ware für Miami in Florida. New Jersey ist immer eine Herausforderung. Da ist so viel los. Jede Woche sind andere Baustellen. Es ist so eng, voll bebaut. Die 51-Jährige ist mit 25 Jahren in die USA ausgewandert. Seit 17 Jahren fährt sie LKW aus Leidenschaft, auch wenn sie sich jede Woche, von Mittwoch bis Samstag, von ihrem Partner Nelson trennen muss. Be safe, okay? I'm ready. Okay. I'll be back. I'm gonna be back Saturday. Okay. I promise. Die Truckerin erinnert sich gerne daran, wie alles begann. Nelson habe ich auf einer Party kennengelernt am 8. August 2015. Genau ein Jahr, nachdem wir uns kennengelernt haben, am 8.8.2016, hat er mich gefragt, ob ich zu ihm ziehen möchte. Und ich gucke ihn an und er sagt, und deine Katzen und Hund auch. Dann habe ich ja gesagt. So zog Britta von Jupiter nach Orlando zu ihrem Freund. Ein großer Schritt für die 51-Jährige. Ja, nur weil wir jetzt nur 3 Jahre zusammen sind, das heißt gar nichts. Weil in dem ersten Jahr haben wir schon Sachen durchgemacht, die andere Paare, die 20 Jahre zusammen sind, nicht durchschaffen. Britas und Nelsons Liebe wurde schon früh auf eine harte Probe gestellt. Das war schon ein komisches Jahr. 2016 bin ich Overdrive Magazine Most Beautiful Truck Driver gewählt worden. Und in derselben Woche bin ich mit Brustkrebs diagnostiziert worden. 3 Wochen später habe ich meine Operation gehabt und habe beide Brüste abgenommen. Britta musste ihren geliebten LKW Nitrous verkaufen, um die Rechnungen für die Operationen zu bezahlen und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dann habe ich es gerade so für 6-7 Monate geschafft und kann es nicht lassen. Ich muss LKW fahren. Aber ich hab's wirklich versucht. Ich hab's versucht, nicht zu fahren. Der Sog der Straße ist eine Sucht. Ohne LKW fahren hat es Britta nicht ausgehalten. Jetzt fährt sie das Fahrzeug eines guten Freundes. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsbrücken, die Bay Bridge. 42.000 Tonnen Stahl, mit 7 Kilometern Länge ein bauliches Meisterwerk. Das erste Mal, als ich über diese Brücke gefahren bin, habe ich ganz Angst gehabt. Da kann man ja so schön runtergucken, weil man drüber, über die Balustrade drüber gucken kann. Ich habe mich immer so daran gewöhnt und jetzt sehe ich auch, wie wirklich hübsch diese Brücke ist. Eine Aussicht, die das Trucker Bay begeistert. Also das sind meine Lieblingsmomente und das hat sich auch nicht geändert in 17 Jahren. Ich bin über diese Brücke, glaube ich, 1000 Mal drüber gefahren und es wird mir nie über. Andere Leute kommen hierher zum Urlaub und ich fahre hier jede Woche drüber, 2 Mal. An, um welche Uhrzeit am Tag man vorbeikommt, wie der Himmel ist, wie das Wetter ist. Es ist nie dasselbe.
und jetzt sind wir auf der Eastern Shore. Britta hat noch 250 Kilometer vor sich. Trotz des Zeitdrucks. Tanken muss sein. So, jetzt wird hier getankt und nochmal schnell geguckt, ob alles in Ordnung ist. Eine gute Fahrerin hat ständig ihren ganzen Truck im Blick. Ich habe nämlich gesehen, dass der Reifen ein bisschen flach ist. Der ist runter. Das habe ich aber im Spiegel gesehen. Ich wollte es nicht wahrhaben. Es sind nur 80. Das sind 20 zu wenig. Ja, der muss was aufhaben. Bloß hier ist keine Luft. Das heißt, ich muss es irgendwann in New Jersey machen. Ein großes Dilemma. Wenn die runtergehen mit der Luft, dann platzen die. Dann haben wir ein Problem. Britta ist auf dem Weg nach New Jersey. Doch sie hat ein Problem mit einem Reifen. Der hat nur 80 PSI. Das sind 20 zu wenig. Umgerechnet fehlen 1,4 Bar. Wenn die runtergehen mit der Luft, dann platzen die. Die Gründe dafür können alles Mögliche sein. Ich habe vielleicht irgendwo einen Nagel ist reingekommen. Wissen wir noch nicht. Wollen wir rausfinden. Im Moment brauche ich nur Luft dafür. Da hier keine Luftpumpe ist, muss ich dann einen Truckstop in New Jersey finden, der was hat. Immerhin gibt es hier Diesel. Und dann will ich wieder meinen Kaffee abholen. Ich habe getankt, ich krieg Kaffee. Oh ja, das ist Außerdem Kraftstoff für die Truckerin. Den gibt es sogar gratis. Truckstops, die was auf sich halten, geben ihren Lkw-Fahrern Kaffee, nachdem sie getankt haben. Ich tanke ja, bis ich 200, 300 Dollar in einem Mal. Truck und Truckerin haben aufgetankt. Doch die Sorge um den zu flachen Reifen bleibt. Von hier bis New Jersey sind ungefähr 3 Stunden. Hört sich nicht viel an, aber für den Reifen können 3 Stunden der Unterschied sein zwischen noch da sein und nicht da sein. Da Britta so unter Zeitdruck steht, kann sie sich nicht erlauben, an jedem Truckstop anzuhalten und zu schauen, ob es dort eine funktionierende Pumpe gibt. Sie muss auf Risiko fahren. Immerhin, die Straßen sind frei und die PS-Lady rollt geschmeidig über den Highway Richtung Osten. Am liebsten fahre ich tagsüber. Ist einfach sicherer, alles zu sehen. Ich sehe, wo ich hin. Und ich bin auch nicht so müde. Auf der anderen Seite, bestimmte Städte fahre ich viel lieber nachts durch. Also Washington DC, New York City, Boston, weil da dann nämlich kein Verkehr ist und man einfach durchfahren kann. Dann plane ich das auch so, dass ich genau da dann nachts durchfahre. Mittlerweile ist Britta schon seit 10 Stunden unterwegs. Sie darf 11 Stunden innerhalb von 14 Stunden fahren. Dann muss sie 10 Stunden pausieren. Jetzt sind es vielleicht noch 10, 15 Minuten, bis wir aus Delaware raus sind. Und dann sind wir in New Jersey. Und dann wird langsam angefangen, sich einen Kopf zu machen, wo ich die Nacht bleibe. Britta kennt sich gut aus und hat schon einen Wunschparkplatz im Kopf. In diesem ganzen Komplex gibt es auch einen Gym, ein Fitnesscenter. Und die haben Sauna und Duschen und allem. Da ich ja nun hier jede Woche bin, kann ich das alles miteinander verbinden. Wenn alles gut geht und ich früh genug da ankomme, habe ich meinen Abend schon geplant. Dann wird zum Gym gegangen, Sauna, Dusche, zurück in meinen LKW. Oh, das ist das schönste Gefühl. Wenn es Winter ist, wird die Heizung angemacht, Fernseher angemacht.
und ins Bettchen. Ich liebe das. Ein Luxus-Traum-LKW-Abend steht Britta bevor, vorausgesetzt, sie schafft es rechtzeitig. Denn das Fitnesscenter hat nur bis 21 Uhr auf. Der Reifen muss halten und auch sonst darf nichts dazwischen kommen. Jetzt fahren wir gleich nach New Jersey rein. Diese Strecke hier ist nie leer. Auch nachts nicht. Ich weiß nicht, wo all diese Leute immer hinfahren. Es geht nur hin und her hier. Tatsächlich. Mit jedem Kilometer nimmt der Verkehr zu. Und nicht nur das. Oh oh, merge left. Die drei rechten Spuren sind geschlossen. Geh rüber zur linken Seite. Aber das geht ja gar nicht. Sind ja nur die zwei Spuren, die nach New Jersey gehen. Und die anderen vier gehen nach Philadelphia. Dann bin ich ja auf dem Weg nach Philadelphia. Britta ist von Florida losgefahren und nun kurz vorm Ziel. New Jersey. Doch die Straße ist gesperrt. Sie wird nach Philadelphia umgeleitet. Aber das geht ja gar nicht. Das sind ja nur die zwei Spuren, die nach New Jersey gehen. Haben Sie die Brücke zugemacht? Nein. Werden wir rausfinden hier. Britta droht ein gigantischer Umweg. Jetzt haben sie nur eine Spur zugemacht. Ich sehe schon den Pfeil da hinten. Das ist dann bestimmt die nächste Spur rüber. Die Truckerin vertraut auf ihr Gespür und hält sich rechts. So, was war das jetzt mit den drei rechten Spuren? Sind geschlossen? Waren ja gar nicht. Wieder jemand die Schilder nicht eingesammelt. Humor ist immer ein guter Begleiter. Jetzt kommen wir hier über diese große Delaware Memorial Bridge. Umso dichter ich dran fahren kann, umso schwerer wird es auch sein, einen Parkplatz zu finden. Weil jede Minute, die es jetzt später wird, denken sich 10 andere Lkw-Fahrer genau das Gleiche. Aber umso näher ich dran fahre, umso weniger Probleme morgen früh. Trucker Lady Britta hat den geplanten Fitnessstudioabend schon längst abgehakt. Jetzt gilt es, den strategisch günstigsten Parkplatz in Reichweite der ersten Abladestation zu ergattern. Hier ist das Zeichen. New Jersey, Briefmarke. Ja, wir sind in New Jersey, wie gesagt. Da kommen jetzt die Löcher und eins ist größer als das nächste. Und dann weiß man dann ganz genau, dass man in New Jersey ist. Ich nehme jetzt die nächste Ausfahrt. Ich weiß, dass da ein Truckstop ist. Und ich weiß auch, dass der immer voll ist. Aber wer weiß, und daneben ist noch ein anderer Truckstop. Ich kann auch den probieren. Zu wenig Lkw-Parkplätze. Auch in den USA ein großes Problem. Wollen keine Parkplätze stellen, wollen keine Truckstops bauen, weil in allen Wohngebieten keiner will einen Truckstop neben sich haben. Aber alle wollen sie ihre Scheiße im Regal haben. Das macht mich so traurig, macht mich das. Ich fühle mich dann immer so total ungeschätzt. Jeder würde verhungern ohne uns. Truckstop-Parkversuch Nummer 1. Alles ist knackenvoll. Ich muss mich hier durchmuscheln. Alle haben sie hier schon ihre eigenen Parkplätze kreiert. Das habe ich noch nie gemacht. Ich mag das nicht. Ich bin deutsch. Ich parke vernünftig. Kein Parkplatz in Sicht. Dafür entdeckt die Truckerin etwas anderes. Und da sehe ich da jetzt einen nackten Mann. Ein schwacher Trost. Immerhin findet Britta etwas, das ihr wirklich weiterhilft.
Ja, die haben Luft reinmachen in meinen Reifen und dann zusehen. Britta muss so schnell wie möglich den linken Reifen der Mittelachse aufpumpen. Sie hat Sorge, er könnte platzen. Was ist denn hier los? Ich denke mal, wir haben keine Luft. Irgendwas ist kaputt. Funktioniert nicht. Nicht verzagen, weiterfahren. Denn Britta hat ja auch noch keine Ahnung, wo sie ihren 40-Tonner für die Nacht abstellen kann. Vielleicht habe ich mehr Glück im nächsten Truckstop. So, ich habe keine andere Möglichkeit. Das ist im Prinzip alles. Wenn das hier jetzt nicht funktioniert, dann muss ich am Straßenrand parken. Und natürlich auch voll. Da sehe ich frei. Wir sind im Business. Heute ein glimpfliches Ende für Britta. In ihrem Truck hat die 51-Jährige alles, was sie braucht. Es ist ihr zweites Zuhause. So, jetzt werde ich ein bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen essen und eine gute Nacht Schlaf haben, weil morgen wird bestimmt ein ganz stressiger Tag. Freitag ist immer der schlimmste Tag. Mhm.